So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Bad Liquid Crystal und Daniel ist mal wieder an Bord. I am the Boogeyman. And I come Tretcha. Okay. Warum ist das alles rosa? Weil wir gerade Dämmerung haben, Leute. Ja und? Das ist nicht rosa, das ist Dämmerung. Ja, bei dir dämmert's auch langsam. Halt die Schnauze! Ich gebe dir eine Faust und dann dämmert sie endlich. Meine Fresse, Alter. Naja, Leute, wir wissen mittlerweile, wie es weitergeht. Oh. Wir haben uns einfach irgendwie verlesen und vergessen, dass wir eigentlich unser eigentliches Ticket hier unten umtauschen müssen. Hello, are you here to call? Nee, you claim your free sea pass? Yes. No. Ja. Und jetzt haben wir ein sea pass erhalten und jetzt müssen wir darunter. Jetzt müssen wir darunter, Daniel. Und ein Abonnent hat das letzte noch gefragt, was passiert, wenn wir mit diesem Typen jetzt kämpfen? Der will ja, nachdem wir gegen Rocco gekämpft haben, mit uns zu kämpfen. Und das werde ich diesem Abonnenten jetzt auch erfüllen. Ja, ich bin bekannt als der beste Trainer in Vertania City. Lass uns sehen, wie der Yuto-Champion gegen mich anstellt. Oh Gott. Aaron. Aaron Ramsey, Alter. Aaron Ramsey. Richtiger Waliser, ey. Was, Ramsey ist Waliser, ne? Mhm. Okay, alles klar. Charmeleon gegen Quadrupol. Ja, Daniel, was ist eigentlich von Namen Quadrupol an sich? Ich weiß nicht. Seit der vierten Generation finde ich Magneton ein bisschen schwachsinnig, weil es ja Magnetzone gibt. Das ist aber... Deswegen ist es auch nicht mehr so schön, so ein, zum Beispiel so ein Magneton zu haben oder ein Electek oder ein Magma oder was weiß ich. Was bist du nur für ein kranker Bastard? Ja, das frage ich mich auch immer, wenn ich deine Videos sehe und ich immer dran denken muss, wie du deinen Hund in die Lava gestoßen hast. Daniel, hör doch auf, hier Lügen zu verbreiten. Das habe ich nie gemacht. Natürlich. Nein. Doch hast du. Hör auf, Lügen zu verbreiten. Nein! Doch hast du. Nein! 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 Oh Gott, Lapras. Du siehst auch aus wie Lapras. Stell dir mal vor, Sorkas Mutter sieht aus wie Lapras. Boah, sexy. So ohne Beine und so. Dafür so. So Flossen. So Flossen und ein Horn. So, Frau Sucker, geben Sie mir die Flosse. Einhorn. Das letzte Einhorn. Gab's nicht mal so viel Film dazu? Mhm. Boah. Ganz früher. Daniels Lieblingsfilm. Neben Chihiros Reise ins Zauberland. Der lass mich raten, ich werde vergiftet. Der ja auch in meiner Kindheit kam. Kam doch in deiner Kindheit, oder? Nein. In deiner Jugendzeit halt. Der kam wahrscheinlich, als ich 16 oder so war. Das weiß ich. Oh, Daniel in seiner der Blüte seiner Jugend. Hör bloß auf, ey. Daniel in der Blüte seiner Jugend, Alter. Doch willst du damit sagen, dass ich alt bin? Ja. Du bist alt. Boah, alt, alt. Du bist alt. Alt, alt. Daniels müde alte Knochen. Mach weiter. Ja. Was bist du nur für ein kranker Bastard? Wenn ihr findet, dass Rigi besoffen ist, schreibt einfach unten in die Kommentare. Ich bin besoffen! Nein, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe heute nur ein bisschen Jack Daniels. Und ein bisschen Iran. Ja. Wenn wir neu, wenn man von Iran besoffen wird, du Waffe. Der Daniel wird ja hier von Malzbier ganz Rille. Ja, du wirst von Cola ganz besoffen. Ich werde Malzbier schlimmer als Cola. Ja, sicher. Cola. Deine Mutter ist auf der Cover von Captain Morgan. Ja, und deine Mutter war das erste Milchtütenkind auf der Milchpackung. Hä? Milchtütenkind kenne ich nicht. Egal. In der Türkei gibt es keine Milch. In der Türkei gibt es nur Iran. Hä? In der Türkei gibt es keine Milch. In der Türkei gibt es nur Iran. Ach, nicht schlimm, da gibt es bestimmt nur so Ziegenmilch. Du bist sowas von lustig, Alter. Lustigere Menschen als ich weiß nicht. Wie kriege ich auch so einen krassen Humor wie du? Muss ich auch so ein Let's Play? Ah, Daniel, ich weiß. Immer mehr Leute haben mich angeschrieben und gesagt, ey, überred mal bitte Daniel holländisch zu sprechen. Ich hab's schon gelesen. Und was sagst du dazu? Ich kann ihn nicht verstehen.
Oh! Weiter, weiter, weiter! Weiter, weiter. Was weiß ich, Mann? Daniel, wie geht es dir? Irgend so einen einfachen Satz. Daniel, wie geht es dir? Daniel? Hm? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Bist du jetzt Amerikaner oder was? Ist das nicht holländisch? Nein. Keine Ahnung, red holländisch. Sag, mir geht es gut. Muss ich überlegen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, das ist irgendwas, was du gerade im Kopf hast. Holländisches. Keine Ahnung. Irgendwas mit holländischen Krise kann. Huntela. 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 Klasse an Huntela. Oh Mann. Dein neuer Lieblingsspieler, ne? Seitdem du deine wahre Identität herausgefunden hast. Ja, das ist der Holländer, oder was? Nee, du. Dass du Holländer bist. Ja, das hat nichts damit zu tun. Daniel ist Holländer, müsst ihr wissen. So, anders IPS nach Valencia Island. Juhu. Ja, jetzt geht's los, pass auf. Route 100. Oh, voll weißt geil. Du, die machen einfach zwischen Route 45 und 100 halt einfach nur gar nichts. Nix. Oh, was ist das? What was that? What's going on? What happened? Was passiert? Hauptsache, der alte Mann spricht dich an. So, der like, so Breaker-like. Fedo. Ey du, der Zug ist stehen geblieben. Kuschel dich ganz fest an mich, dann passiert dir nichts. So, warte, mir ist mir gerade mein Schokoriegel runtergeflogen. So. So, am besten mit dem Schaffner reden. Ja. Please get, remain, calm down your seat. Also bleib gespannt. Hä? Du möchtest helfen. Genau, musst, hier, calm down. Calm down. Bleib locker. Bleib locker. Either way. Weißt du, wenn du jetzt nicht locker bleibst, packt dir sein Knüppel aus. Wer ist das denn? And who are you? Jin. Oh mein Gott! Jin Kazama! Von Tekken! Von Tekken, Alter! Der Enkel von Heihachi Mishima! Guck mal, die schlitzigen Augen! Richtiger Jin Kazama, Alter! Okay. Wanting to help, okay. Das ist ein Ex-Arena-Leiter, interessant. Okay. Und der verspricht, auf uns aufzupassen, interessant. Gin Tonic? Okay. Gin Tonic? Okay. Let's go. Run through the ocean. Bla bla bla. Regina. Interesting name. Ich kenne dich irgendwoher. Du bist der Yoto Champion. Aha. Ah, der Typ hat eine Arena auf Valencia Island geführt. Der Jin. Oh mein Gott. Das war doch der Ruf von. Nein. It can't be. It can't be. Nein. Boah, guck, wie das aussieht. Kyogre. Weißt du, guck mal. Da ist einfach so ein Kyogre. Einfach mal auf den Schienen von so einem Unterwassertunnel. Liegt der einfach wie so ein Fisch im Trockenen. Mein Gott, ja, wie so ein Carpador, weißt du? Kennst du diese Stelle, wo Carpador in der vierten Generation von diesem Team Galaktik-Leuten? Ja. Wo die aufgesprengt werden. Carpador. Genau. Ja. Und ich schätze jetzt meinen Meisterball ein. Komm, ey, Moment mal, du bist doch legendäres Pokémon. Kyogre. Oh Mann. Oh, okay, wie nennen wir das? Kyogre? Wir nennen es... Genau. Ich hab den perfekten Namen dafür. Pass auf. Magic. Magic Carp. Wird das so geschrieben? Magic Carp? Das heißt Magic Carp. Ne? Ja. Das ist ja auch nicht klar. Also ohne C. Eigentlich ja. Magikarp, ach so, ich dachte mir schon. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, hä? Was will jetzt mit Magic? Magikarp. Magikarp. Okay, der Typ ist beeindruckt von uns, okay. Er wollte sein Voltenso nicht in Action zeigen, okay. Wow. Und wir müssen jetzt. Ja. Wir müssen jetzt dem Zug wieder Power geben. Mit unseren Elektro-Pokémon. Ja, setzt Quadrupol ein. Ja, ist auch klar. Und ich glaube, wenn wir kein Elektro-Pokémon haben, kann man hier welche fangen. Hier in dieser Höhle. Würde ich jetzt mal sagen. So, was müssen wir machen? Der macht die hintere Seite, wie die vordere Seite. Ja, sag ich ja. Elektroball, Elektroball! Was? Warum? Ich bin 20 schnell über den Ding! Ja und? So. Elektroball ist halt schneller. Okay, Power Up. So, choose your Pokémon, Quadrupol. Und so, der Zug fährt wieder. Hier, was passiert eigentlich, wenn du ein komplett volles Team hast, die dann Elektro-Pokémon fängst und das dann in die Box abgelegt wird, dann kannst du ja gar nicht weitermachen. Doch, im Zug war so ein Boxsystem. Ach so. Ja.
Also dann erst nachdenken und dann handeln. Boah. Valencia Port. Oh mein Gott, wir sind in Valencia, Daniel. Gleich treffen wir Roberto Soldado. Und Eva Banega. Pass auf, da kommen ganzen, welche ganzen großen Spiele gegen Real Madrid und so. Ja, pass auf. Magic. Guck mal, der Wiesenlachs. Lachs. Richtiger Fisch, Lachs. Richtiger lasches, richtiges lasches Kyogre. Alte Schnauze. Sorry. Sorry, Daniel. Ja, ist gut. Hey, warum kommst du jetzt mit der Undertaker an? Ist gut. Ist der voll im Stimmbruch, Alter. Ja. Ach, geil. Origin Zelda. Ah, wie geil. Guck mal, der Ringi freut sich wie so ein Schneekönig. Der ist 55. Warte mal. Bitte dich. Ey, die haben ihre eigene Team. Die Trainer hier. Geil! Ja, das ist doch nicht Orange Engine. Aber trotzdem, hört, Level 55. Was ist die hört sich sogar gut an. Daniel, die Team hört sich gut an. Ja, ist gut. Werde ich halt dann vielleicht hören, wenn du den Part hochgeladen hast. Wenn du den Part hochgeladen hast. Sag dir mal, du guckst meine Videos, du Spasti. Ja, dann guck ich halt deine Videos nicht mehr. Ich wusste, dass du die nicht guckst. Natürlich. Ich wusste es! Stan! Wo ist Kyle? Wo ist Kyle? Wo ist Cartman? Wo ist Kenny? Sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! Ah, Nidoking. Las Chicas! Wie ist der überhaupt? Wie ist der? Jose? Von Jerry Sex Topmodel, der Spanier da, der Pseudo-Spanier. Ach nee, der hieß, Jorge. Jorge Santa Cruz. Jorge Santa Cruz, nee, der ist Rocker. Jorge Santa Cruz. Ja, aber ich glaube, Iron Mike hat hier endlich mal so einen guten kleinen Vorteil, kann das sein? Glaube ich nicht. Der schafft hier immer noch einen Tree-Hit. Ja, eben. Oh mein Gott. Das wäre schon ein bisschen bitter. Zart bitter. Genau wie deine Haut, Daniel. Das hört sich jetzt fast so an, als würdest du mich gerne abschlecken. Fijiono. Oh, Sydney Sam. Sydney Sam. Boah, der Sprite. Von Tauboga? Mhm. Guck mal, so richtige Rüstü-Kriegsbemalung. Rüstü-Kriegsbemalung. Oh man. Rüstü. Richtiger Rüstü, Alter. Hier, Taubos auch. Das ist Baba Rüstü. Er ist nächstes Taubos, wenn ich mir irgendwann einen Taubos fange, dann nächstes Rüstü. Und ich nenne mein nächstes Stolos dann Sido. Wegen der Maske. Ey, hast du heute das Video gesehen, was ich kommentiert habe? Von Sido? Hm? Nee. Boah, nein, ich schick dir das mal gleich nach der Session. Boah, du lachst dich kaputt. Der war ja mal hier bei Österreich Got Talent oder wie das heißt, ne? Ja, da hat er auch irgendwie eine Jury mitgemacht. Ja, genau. Und da hat er irgend so einen Typen, der für diese Krone arbeitet. Das ist ja die österreichische Bild da. Hm? Und der war da mit so einem Kollegen und Sido hat den voll fertig gemacht. Weil der, ey, das was sie da macht, ist voll der Scheiß und so. Die arroganten Wichser. Ja gut, das hat er nicht gesagt, aber trotzdem, so nach dem Motto. Kriegt dich mein Remo kaputt. Ja, das wollte ich gerade getrost ignorieren. Ja, man sieht's aber. Naja. Iron Mike, die Stimmung ist ziemlich verhalten. Irgendwie schon. Schafft er jetzt in der Ohr nicht? Noch schlimmer! Noch weniger. Heiliger Bimbam! Daniels Penis hat das Volumen einer 2 Liter Schwimmschwab. Ja, ignoriere das einfach. Nein, ich rette auf extra jetzt rum. Ja, danke. Ohne Scheiß, nie wieder ein Liquid Crystal, ein Iron Mike. Also ein Nocturne. Nie wieder, Daniel. Es kotzt mich einfach nur noch an. Wer weiß, ob du jemals nochmal Liquid Crystal spielen wirst. Ja, ich werde auf jeden Fall die neue Beta spielen. Was ist das denn? Sorry, but access to Corsola Cave is restricted to the recent Gang? Gang Activity, achso. Ich habe gerade irgendwie Gangbang gelesen, oh mein Gott. Du sollst deine sexuellen Fantasien nicht hier so auskleben. Essence Town, was ist das denn? Ey, Anton! Ey,
Brudi, komm her! Anton, Bruder! Bruder Anton! Ist too tired to speak, oh mein Gott! Das heißt so viel wie, ist zu erschöpft, um zu reden, Leute. So, was ist das? That's my Psyduck. Stupid thing. Lass das arme Ding doch mal in Ruhe. Denn Leute, ihr müsst ja wissen, ich bin ja auch so ein richtiges Anton. Anton, Anton. Nee, du warst mein Anton. Nee, ich bin immer noch eins. Diesmal, nee, ich bin jetzt nur noch ein Entoron. Entoron! Warte, ich brauche Hypertrank. Ja. Yep. Oh, ich habe 84 Stück, von wegen, ich brauche Hypertrank. Was sagst du so pädophil? Ah. Professor Ivy, ah, die war geil. Wie waren die weh? Oh ja. Oh, da wäre Erinnerung, was macht, wacht was. Ja, ja. Aber da war Pokémon noch in halbwegs, okay. Jetzt nicht nach der 15. Staffel, wo Ash immer noch 10 ist. Er ist immer noch 10 nach der 15. Staffel. Oh Mann. Ja, habt ihr auch mal irgendwelche Items für mich, ihr Ficker? That's cool! Ja, herzlichen Glückwunsch. Lemonade, cool, nee, ich will keine. Ist ja auch irgendwie logisch, weißt du, es regnet und der liegt auf seinem Liegestuhl. Ja klar, der will einfach hier nur im Regen baden. Regen? Zirp, zirp. Regen? Ja? Seid du von Nacktbaden? Nochmal. Regi, was hältst du von Nacktbaden? Boah, geil! Boah, geil. Boah, hast du das gerade gesehen? Ja. Das Rot ist einfach weggegangen. Ja. Wahrscheinlich, weil Trainer Rot weg ist. Ach, ach, ach. Naja, Leute, Route 47. Ich schaue nochmal auf die Karte. Der Vollständigkeit halber. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wo ist die Karte? Ach da, Mapcard. So. Da haben wir noch einiges vor uns, was? Auf jeden Fall. Definitiv. Ich glaube aber, die Beta geht nur bis hierhin. Danach gibt es nicht mehr so viel zu machen, Daniel. Wir können danach noch ein paar legendäre Pokémon fangen, wenn du willst. Schade. Aber das war's auch schon. Dann war's das mit Liquid Crystal. Schade. Ich meine, du siehst ja, wir können auf diese Insel können wir noch nicht. Aber die werden wahrscheinlich wir noch. Wir können auf gar keine anderen Inseln. Ja, irgendwie schon, schade. Leaf Bay. Ich kenne nur noch hier Meadow Town. Da weiter ging's nicht. Forest of Myth. Geil. Forest of Myth, Alter. Heftig. Forest of Myth. Forest Camp! Naja, egal. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis bald. Macht's gut und ciao. Euer Asiabs. Ciao. Ciao. Also nochmal. Ciao. Ja, nochmal. Ciao.